Aloha Way, wir sind wieder hier im Paradies, dort wo ich bin, schon immer war und immer sein werde. Heute ist der 10.05.2021, es ist Montag, der Mond ist im Widder, die Sonne ist auch im Widder. Ich habe heute die Engelskarte gezogen. Celeste 22. Eine glückliche Veränderung in Form von Umzug oder Arbeitswechsel steht bevor und bringt dir positive neue Energie. Celeste. Ja, es ist Zeit für einen Platzwechsel. Ich wirke dabei mit deinen anderen Engeln zusammen, um deine Gemütsverfassung und deine Energie zu stärken. Vielleicht erscheint dir dieser Wechsel anstrengend, aber wenn du mit mir und den anderen Engeln zusammenarbeitest, kann es tatsächlich Freude machen. Ich werde dir helfen, den neuen Platz für dich zu finden und dich bei den notwendigen Details unterstützen. Ich werde auch den anderen Mitgliedern deiner Familie helfen, sich an die neuen Umstände zu gewöhnen. Frag mich nur um Hilfe. Alles, worum ich bitte, ist dein Vertrauen. Vertraue darauf, dass Gott und die Engel genau den richtigen Platz für dich finden können. Wenn du dich für einen Platz entschieden hast und es nicht funktioniert, heißt das nur, dass noch etwas Besseres auf dich wartet. Rechne mit Wundern, die dir diese Veränderung ermöglichen. Bleibe positiv und lass dich weder auf Illusionen noch auf Gedanken des Mangels ein. Wir werden dir den Weg ebnen und dich auch mit neuen Menschen zusammenbringen, die deinen Weg erhellen. Danke, Celeste. Aloha Way, wir sind wieder hier im Paradies, dort wo ich bin, schon immer war und immer sein werde. Heute ist der 11.05.2021. Der Mond im Widder, Neumond ab 21 Uhr und die Sonne auch im Widder. Starke Feuerenergien heute. Ich habe die Karte gezogen, 10, das Rad des Schicksals. Zu erkennen ist ein Pharao in Tigergestalt blau, eine Hand oben aufrecht, die Finger gestreckt, gelb, links. Eine Hand unten, rechts, Finger nach unten gestreckt. Die absolute Wahrheit, oben wie unten. Ich habe hier Tod, einen Falkenkopf mit rotem Schopf. Ich habe eine Schlange, einen Drachen, orange,
mit einem Dreizack in der Hand. Ich habe in der Mitte das Rad des Schicksals mit gewissen Symbolen, worüber ich jetzt was erzählen werde. 10. Rad des Schicksals. Schauen wir mal, wo das ist. Das Rad des Schicksals. Die Symbole und Konzepte dieser Karte sind komplex und schwer zu erklären. Doch die zugrunde liegende Bedeutung dürfte allen klar sein. Sie besagt, dass alles im Leben zyklisch ist, dass alles sich verändert und nichts für immer im gleichen Zustand bleibt. Der Mensch ist ständigen Veränderungen ausgeliefert, obwohl es sich hier nicht um ein Rad des Zufalls handelt. Wir sind für unser eigenes Schicksal verantwortlich. Es geht um Lernen, um Reichtum und Armut. Nicht im weltlichen, sondern im seelischen Sinne. Die Karte wird von Jupiter regiert, der alle zyklischen Bewegungen beherrscht. Selbst die Zirkulation des Blutes in unserem Körper. Jupiter ist wohlwollend und großzügig. Auf lange Sicht werden wir Glück und Erfolg haben. Das Schicksal wird uns helfen, indem es uns die notwendigen Erfahrungen für Wachstum und Entwicklung hin zum vollkommenen menschlichen Wesen zuteilt. Das Rad des Schicksals ist in der Regel ein vielversprechendes, günstiges Omen. Im Zentrum des Rades ist sowohl das Zeichen für Jupiter zu sehen, als auch das immer wachsame Auge. Keines Menschen Schicksal wird übersehen. Doch im Zentrum des Rades scheint es keine Bewegung zu geben, weder oben noch unten. Für das beobachtende Auge ist alles gleich. Die zentrifugalen Effekte des Auf und Ab sind menschliche Wahrnehmungen, die von unseren begrenzten subjektiven Gesichtspunkten von Vergnügen und Schmerz herrühren. Während wir um das Rad herumwirbeln, das Zentrum ist Objektivität und ein Mensch, der zentriert ist, hat sich von der Beschäftigung mit seinen Aufs und Abs gelöst und zu einer objektiveren Sicht der Dinge gefunden. Drei Wesen drehen sich um das Rad. Sie entsprechen den drei Kräften. Deren Zusammenspiel entsprechend
vielen alten Traditionen, die unablässige Bewegung des Kosmos verursacht. Die indische Philosophie spricht von den drei Gunas. Sattva Guna ist die Bewegung hin zu einem subtilen, reinen Bewusstsein, während Tama Guna sich auf das primitive, grobe Bewusstsein und die niedrigen Instinkte hinbewegt. Degeneration. Die dritte Kraft, Raja Guna, ist die Energie, welche den Übergang von Sattva zu Tama Guna und umgekehrt regiert. Alle Erscheinungsformen unserer Welt sind ein Resultat des Zusammenspiels zwischen diesen drei Kräften. Man kann sie mit fühlend, statisch und veränderlich bezeichnen. Und in der Alchemie waren sie als Merkur, Salz und Schwefel bekannt. Deren alchemistische Zeichen zwischen den Speichen des Rades zu sehen sind. Die auf dieser Karte dargestellten Wesenheiten sind die Sphinx, Horus und Typhon. Die Sphinx stellt den Übergang zum höheren Selbst dar. In der griechischen Mythologie musste Ödipus auf seiner Reise in die Unterwelt auch an der Sphinx vorbei. Ihr Rätsel enthielt die Aufforderung: Mensch, erkenne dich selbst. Selbsterkenntnis ist die letzte Stufe vor dem Eintritt in das reine, erhabene Bewusstsein. Daher repräsentiert die Sphinx die reinste Kraft, die fühlende Sattva Guna. Die Legende von Typhon oder Set und Horus ist eine Geschichte von zwei im Konflikt befindlichen Göttern. Set repräsentierte alles, was grob und dunkel war. Tamaguna. Er war ein feuerspeiendes Monster, das nach Belieben seine Form verändern konnte und hier halb als Krokodil und halb als Schlange zu sehen ist, die einen Dreizack schwingt. Horus, der Rächer, war der Bezwinger des Set, vergleichbar der europäischen Legende vom heiligen Georg, der den Drachen getötet hat. Das bedeutet, dass die Aufgabe oder Funktion der veränderlichen Kraft Horus Rajaguna darin besteht, sich immer wieder auf den Kampf mit der dunklen, statischen Kraft der Unbeweglichkeit und Verrohung
einzulassen und sie zu besiegen. Horus hält ununterbrochen Wache. Er ist der Beschützer der reinen Sphinx und des Schicksalsrades selbst. In zwei gegenüberliegenden Ecken des Bildes befindet sich jeweils eine geöffnete Hand. In der Karte des Schicksals mag man vielleicht davon ausgehen, dass sie die Tradition des Handlesens repräsentieren. Doch zusammen formen die beiden Hände die Form des Varabhaya Mudra, eine Geste, die oft bei Abbildungen indischer Gottheiten zu sehen ist. In der linken oberen Ecke signalisiert die rechte Hand ihren schützenden Einfluss und ihre positive Heilkraft. In der rechten unteren Ecke nimmt die linke Hand Schmerz und Leid weg. Darin besteht die gesamte Intention des Schicksalsrades. Unsere Position am Rande des Rades verschleiert oft die wahre Natur unserer Probleme. Doch sind die drei Gunas unablässig innerhalb und außerhalb von uns tätig, um uns zu lehren und unsere Entwicklung zu sichern. Wenn wir uns zum Mittelpunkt des Rades hinbewegen, befinden wir uns immer mehr in Harmonie mit diesen Kräften und gelangen zu einer objektiveren und ganzheitlicheren Sichtweise. Dankeschön. Hallo, Away, wir sind wieder hier im Paradies, dort wo ich bin, schon immer war und auch immer sein werde. Heute ist der 11.05.2021. Nein, stopp. Mittlerweile sind wir im 12.05.2021. Der Mond ist seit heute Nacht um 2 Uhr im Stier. Die Sonne ist noch im Widder. Ich habe heute die Karte gezogen. Violette Flamme. 22. Kosmischer Radiergummi. Die violette Flamme leuchtet in, durch und um jedes Elektron. Sie wandelt jede disharmonische Schwingung in Licht, bis es dem göttlichen Plan entspricht. Das violette Licht, weit in der feinstofflichen Reich hineinreicht, kannst du es in der Vorstellung einsetzen, um die Selbstheilungskräfte zu unterstützen, spirituelle Veränderungen herbeizuführen und die Balance der Kräfte wiederherzustellen. Wie mit einem Radiergummi oder einem Tafelschwamm kannst du in deiner Vorstellung mit der violetten Flamme diese Ereignisse reinigen und die Tafel waschen.
Lasse die violette Flamme so lange in deiner Vorstellung wirken, bis Leere und Klarheit entstehen. Schreibe das, was du in deinem Leben erschaffen möchtest, gedanklich an die Tafel. Mögen sich Balance, Harmonie und positive Veränderungen in allem einstellen. Danke in Liebe. Hallo, Away. Wir sind wieder hier im Paradies, dort wo ich bin, schon immer war und immer sein werde. Heute ist Donnerstag, der 13. Mai 2021. Ich habe heute die Karte gezogen, Schlüssel Nummer 5. Angala. In jener Zeit sammelte Gott die Energie, um die Erde zu erschaffen. Und die Engel sangen, um sie zu beschützen. Gottes Bauplan war siebendimensional. Und ihm wurde der freie Wille hinzugefügt, damit jeder auf Erden sein eigenes Los bestimmen konnte. Angala ist ein Augenblick unbegrenzten Potenzials. Alles geschieht jetzt. Angala ist ein Augenblick ewigen Gebärens, in dem alles möglich ist. Bäume wurden aus dem Geist des göttlichen Quells als weise, mitfühlende Wesen erschaffen, die das örtliche Wissen bewahren. Stimmen Sie sich auf die Energie Angalas ein. Hüllen Sie sich in schneeweißes Licht und vertrauen Sie darauf, dass das Universum Ihnen Ihre kreativen Fähigkeiten erschließen wird. Entscheiden Sie sich für ein Projekt. Klopfen Sie den Ton Ihres Herzschlags und stellen Sie es sich in höchster Vollendung vor. Vertrauen Sie dem göttlichen Quell, dass Sie etwas wunderbar Einzigartiges erschaffen werden. Dankeschön.